Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Heute widmen wir uns mal der Sonne und vor allen Dingen dem Schutz vor der Sonne und der Frage, gibt es einen Schutz überhaupt? Funktioniert der? Welche Faktoren sind wichtig, gerade bei der Auswahl der Sonnencreme, dass wir nicht zu viel Stress unserem Körper bereiten, vielleicht durch Chemikalien oder durch hormonaktive Stoffe? Und diese ganzen Themen werde ich heute mit einem ganz tollen Gast bei uns im Studio beleuchten. Es ist nämlich unsere Apothekerin Raffaela Ehrlichmann. Ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Bleiben Sie dran. Hallo, liebe Raffaela. Schön, dass du da bist. Liebe Corinna, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Super. Und ich finde es auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Vor allen Dingen, weil ich so das Gefühl habe, dass uns in den letzten Jahren, Jahrzehnten über die Sonnencreme vielleicht auch ein Stück weit ein Bild vermittelt wurde, was nicht ganz so mit den aktuellen Studienlagen sich erklären lässt. Ja, also das geht so ein bisschen auseinander, oder? Weil uns wurde ja jahrelang wirklich Angst gemacht, auch vor der Sonne. Dann brauchen wir ganz viel Sonnenschutz, möglichst schon die Kinder, bevor sie in den Kindergarten reingehen, schon vorab einschmieren mit Sonnenschutzmittel, wo wir auch als Mütter gar nicht wussten, was ist da eigentlich alles drin. Und da würde es mich jetzt mal interessieren, was du jetzt wirklich als, ja, diplomierte Apothekerin zum Thema Sonnenschutz uns heute erzählt. Ja, nicht nur als Apothekerin, als Mama auch. Wir haben 6 Kinder, mein Mann und ich. Jeweils 3 er, 3 ich. Also, konntet ihr ja eine Studie machen. Ja, fast. Und ich habe natürlich meine Kinder auch versucht, vor der Sonne zu schützen. Aber inzwischen komme ich mehr auf einen etwas natürlicheren Umgang mit der Sonne zurück. Weil diese Studien sind nicht so ganz eindeutig, ob der Sonnenschutz wirklich so hundertprozentig safe ist und auch wirklich das bringt, was uns versprochen wird. Denn die Studien zeigen auf, dass trotzdem wir uns eincremen und uns schützen vor der Sonne, dass die Hautkrebsraten nach oben gehen. Und da ist die Frage, worauf ist das eigentlich zurückzuführen? Nun, wir brauchen die Sonne. Die Sonne ist ganz ein wichtiger Faktor von uns. Einerseits das Tageslicht, das für unsere Psyche ganz, ganz wichtig ist. Dann die Vitamin-D-Bildung, die in unserer Haut nur stattfinden kann, wenn wir auch in die Sonne gehen. Die findet im Innenräumen und im Dunklen nicht statt. Und wir brauchen Vitamin D ganz, ganz dringend, weil Vitamin D, das ist eigentlich kein Vitamin, sondern ein Hormon für unseren Körper. Jede Zelle unseres Körpers hat einen Vitamin-D-Rezeptor und der ist ungeheuer wichtig für unser Funktionieren. Der Psyche zum Beispiel, des Blutdrucks, des Gewichtes, des Zuckerspiegels. Also Vitamin D hat einen enorm großen Einfluss auf unseren Körper und wir brauchen das ganz dringend. Wir können das nur bilden, wenn wir mit nacktem Oberkörper jetzt oder so von der Fläche her jetzt gesehen, halbe Körperfläche, so circa 20 Minuten in der Sonne liegen, Mittagssonne. Das ist das, was ausreichend wäre, um genug Vitamin D zu bilden für jeden Tag. Aber es scheint schon nicht jeden Tag die Sonne oder wir haben auch gar nicht die Zeit dazu, uns mittags in die Sonne zu legen. Das heißt, wir steuern automatisch in einem Vitamin D-Defizit. Und wenn wir dann noch Sonnenbaden gehen und Sonnencreme drauf tun mit einem hohen Schutzfaktor, ist die Vitamin D-Bildung auch nur in ganz, ganz geringem Umfang möglich. Das heißt, wir steuern ein Vitamin-D-Defizit rein. Und die Haut hat ja eine gewisse Schutzfunktion. Wir kommen ja als gesunde Wesen auf die Welt und der Herrgott hat eingerichtet, dass wir ohne Sonnenschutz überleben können. Das heißt, vernünftiger Sonnenschutz heißt nicht gerade in der Zeit, wenn es am heißesten ist, wirklich in der Sonne braten, sondern sich täglich ein gewisses Ausmaß an Sonne gönnen, so dass die Haut das auch erträgt, ohne dass wir gleich einen Sonnenschutz raufgeben. Das ist ein bisschen unterschiedlich, je nach Hauttyp, so zwischen 10 Minuten anfangs, für sehr helle Haut 15 Minuten eventuell und für eine Haut, wo etwas dunkler ist und etwas sonnengewöhnter, dann kann es auch durchaus einmal etwas länger dauern. Wichtig ist aber, dass die Haut und von innen auch die antioxidative Versorgung des Körpers sehr, sehr gut ist, weil dann kann der Körper mit diesen Sonnenstrahlen, die bei uns in der Haut Stress verursachen, Sauerstoffradikale bilden, da kann der Körper dies abpuffern und er kann stattdessen das Sonnenlicht zum Beispiel in Vitamin D umwandeln, die Melanozyten fangen an zu bräunen, also eine leichte Bräune, gesunde Bräune auf unserer Haut zeigt sich dann. Kann ich einfach den Körper auch unterstützen, wenn ich sage, okay, ich möchte ihn unterstützen, dass er
nicht schnell Sonnenbrand bekommt, damit er eine gute, gesunde Bräune bekommt. Also eigentlich in seinen natürlichen Prozessen die Stabilität geben, den Rahmen. Ja, die antioxidativen Substanzen wären zum Beispiel OPC oder Astaxanthin, ist auch ein tolles Antioxidant für den Körper, Vitamin C natürlich auch, das übrigens auch sehr wichtig ist für die Kollagenbildung, weil die Sonnenstrahlen in der Haut bauen Kollagen ab. Das heißt, wir verlieren an Hautfestigkeit. Und wenn man Kollagen und Vitamin C zugibt, dann kann der Körper das wieder gut ausgleichen. Dann Beta-Carotin im Vorfeld zum Beispiel ist super, um die Haut schon auf die Sonne vorzubereiten. Man bräunt schneller, man bräunt effektiver. Die Sonne wird viel besser vertragen und es treten weniger Sonnenallergien auf. Mhm. In welcher Darreichungsform gibst du das dann? Also gerade bei Vitamin C würde mich mal interessieren, was du am effizientesten findest. Retardprodukte sind sehr effizient. Retard heißt, ich gebe ein Produkt, wo der Körper über lange Zeit aufnehmen kann. Mhm. Dann wird der Körper optimal mit Vitamin C versorgt, weil ohne diese retardierten Formen nimmt der Körper extreme Mengen relativ schnell auf. Also Vitamin C kann man ja sehr hoch dosieren, 1 Gramm, 2 Gramm, wenn es notwendig sein sollte. Aber der Körper scheidet sehr viel wieder aus. Und um das zu verhindern, dass der Körper das wirklich über lange Zeit auch ausnutzen kann, retardiert man die Produkte. Das heißt, man gibt da bestimmte Zusätze rein und dann kann der Körper das Vitamin C über einen langen Zeitraum aufnehmen, so optimal verwerten. Super. Und bei Beta-Carotin und den Geschichten? Da gibt es Sonnenkapseln von verschiedenen Firmen. In Kombination meistens schon mit Antioxidantien und Beta-Carotin. Und dann kann man das einnehmen. Hast du auch die Beobachtung schon gemacht, dass wenn die Menschen in ihren Vitamin-D-Spiegel gut aufgefüllt haben, dass sie zu weniger Sonnenbrand tendieren? Ja, und auch zu weniger Allergien, zu weniger Sonnenallergien. Vitamin D wirkt stabilisierend auf Allergie. Okay. Wie würdest du dann wenn gerade bei dir in die Apotheke jemand kommt und sagt hier, ich glaube, mein Vitamin D-Wert ist nicht in Ordnung, aber Da gibt es einen Schnelltest, kann man schnell erfassen, ist er im Range, ist er zu tief, ist er im mittleren Feld oder ist im optimalen Bereich. Würde ich sowieso empfehlen bei einer Vitamin-D-Ergänzung, dass man nicht einfach rumtherapiert und nur probiert, Vitamin D zu geben, egal ob ein Mangel vorhanden ist oder ein schwerwiegender Mangel sogar, sondern wirklich zuerst einmal messen, gucken, wo liegt man und dann optimal sagen, wie viele Einheiten das es braucht, wie lange das man es einnimmt und dann nach einem Monat wieder eine Korrekturmessung zu machen. Super. Und jetzt geht's mal um die Sonnencremes. Ja. Ein leidiges Thema, weil es wirklich so viele Inhaltsstoffe und so viele verschiedene Cremes gibt. Und dann werden wir natürlich noch mit 10er Faktor und 50. Und also ich habe auch gemerkt, ich habe ja früher auch selber Vorträge gehalten, dass es unglaublich polarisierend war, gerade bei Müttern. Ja, wenn man dann darauf hingewiesen hat, dass durchaus die ein oder andere Creme auch schädigen kann, da sind manche wirklich so ein bisschen aus der Haut gefahren. Bei Müttern auch ein schwieriges Klientel ist in den Vorträgen, muss ich zugeben. Und da bin ich jetzt froh, dass du da bist und wirklich uns mal sagst, was es zu beachten gibt und was überhaupt eine gute Creme ist. Also es gibt ja zwei Arten von Filtern. Das eine ist der chemische Filter und das andere ist der mineralische Filter. Die chemischen Filter sind eher etwas problematisch, zum Teil auch hormonaktiv. Das heißt, es kann sowohl im Tierreich, man sieht bei den Amphibien, dass es dort Verschiebungen gibt bei den Geschlechtern, die man immer eindeutig differenzieren kann, aber auch beim Menschen, dass das hormonaktiv wirken kann. Deswegen würde ich bei Kindern immer verzichten auf chemische Sonnenschutzmittel, sondern auf die mineralischen gehen. Die mineralischen enthalten entweder Titandioxid oder Zinkoxid oder in Kombination von beiden. Und das Typische ist, dass sie einen weißlichen Film auf der Haut hinterlassen. Ich würde dabei auch noch schauen, dass es nicht mikronisiert ist, weil diese Teilchen mikronisiert heißt, die sind im Nanobereich, die sind so klein, dass die in unsere Zellen eindringen können. Und gerade bei Kindern ist da Vorsicht geboten.
lieber einen Schritt zu vorsichtig zu sein, als nachher irgendwelche Nebenwirkungen oder Langzeitfolgen zu haben, wo man jetzt noch nicht abschätzen kann. Deswegen nicht mikronisierte mineralische Filter auf die Haut auftragen. Und das reflektiert dann das Sonnenlicht und das gibt dann guten Schutz für Kinder. Ich war damals auch sehr kritisch, die Kinder vor dem Kindergarten einzucremen. Also ich habe das nie gemacht. Ich war aber damals auch beim Professor Spitz da in Berlin in der Charité und da hatten wir super Vorlesungen, was überhaupt dann mit Kindern passiert, wenn man die wirklich so in der weiße Haut eincremt. Wie würdest du jetzt den Müttern das empfehlen, dass ein Kind auch einen gesunden Training seiner Haut wirklich auch erzielen kann? Also wir brauchen eben das Vitamin D, das unsere Haut nur bilden kann, wenn wir in die Sonne gehen. Wir brauchen das. Das ist von Natur aus so vorgesehen. Wir Menschen sind so gemacht, dass wir das Vitamin D brauchen und auch selbst bilden können. Wir sind nicht auf die Welt gekommen, um ewig Vitamin D-Supplemente einzunehmen. Das heißt, wenn ich die Kinder versuche, einen vernünftigen Umgang zu machen, vielleicht auch schütze mit T-Shirts oder vielleicht noch mit einem Hütchen und dann in der Mittagszeit im Schatten platziere und nicht der direkten Sonne aussetze, dann ist die Haut durchaus imstande, das selbst abzufangen. Und das wäre so der robuste Umgang oder der natürliche Umgang mit Sonne. Ja, ich habe damals die Erfahrung gemacht, wenn ich so die Kinder beobachtet habe, dass die schon morgens früh eingecremt worden sind, denen man die Möglichkeit genommen hat, dass ihre Haut überhaupt eigene Pigmente bilden kann. Das bedeutet, das Kind wurde an sich weiß gehalten, hat überhaupt gar keine eigene Körperresilienz gegenüber der Sonne entwickeln können. Und hatte dann in Folge, wenn dann mal eine Stelle vergessen wurde, einzucremen, nahezu eine Brandblase entwickelt, weil der Körper überhaupt gar nicht mit Sonne irgendwo in Kontakt kam. Also wirklich entgegen eigentlich unserer Natur. Komplett. Das ist gegen unsere Natur, ja. Vitamin D ist ja auch sehr wichtig fürs Immunsystem. Man hat auch Untersuchungen gemacht, dass Kinder, die zum Beispiel den Winter durchgehend mit Vitamin D Ergänzungsmittel bekommen haben, dass die nur halb so viel krank waren wie die anderen. Das heißt, Vitamin D ist so enorm wichtig für unseren Körper. Und wir Mütter sollten unseren Kindern nicht die Möglichkeit geben, dass der Körper das selbst produziert, sodass sie auch gesund sind. Weil auch eine gewisse Widerstandsfähigkeit, wir gehen auch noch draußen und härten uns gewisserweise ab, sodass das Immunsystem trainiert wird. Und wir sind so vorgesehen, dass das funktioniert ohne Sonnencreme. Jetzt habe ich noch eine Frage für die wirklich die Erwachsene. Erstmal die Frau oder den Herrn, der das ganze Jahr über im Büro sitzt und wirklich eine untrainierte weiße Haut hat, auch im Sommer. Und diejenigen gehen jetzt eine Woche in Sommerurlaub. Das ist natürlich der Super-GAU-Fall. Das sollte man so eigentlich nicht machen. Aber wenn ich jetzt wirklich trotzdem einen Schutz haben möchte im Rahmen der Möglichkeiten, vielleicht kannst du da ein paar Tipps geben zur Vorbereitung. Ob man vielleicht dann doch mal sagt, man macht mal vielleicht UVB, ein bisschen ein, zweimal Solarium oder nicht. Oder wenn man schon so weiß ist. Solarium schützt nicht vor Sonnenbrand. Wenn man sehr weiß ist und braun sein möchte, dann würde ich zum Beispiel einen Selbstbräuner anwenden für den kosmetischen Bedarf. Ja. Einfach damit man nicht so weiß aussieht im Badekleid. Ja, okay. Und dann halt auch, die Sonne ist es nicht gewohnt, dass wir plötzlich 12 Stunden am Strand liegen in der prallen Sonne eventuell und vielleicht auch nicht merken, weil noch ein kleiner Wind geht und wir noch ins Wasser gehen zwischendurch. Und dann lieber einmal einen chemischen Sonnenschutzfilter drauf tun und die Haut vor Sonne Brand dann schützen. Wichtig ist aber dann auch nachcremen, weil diese chemischen Filter, die bauen sich in der Sonne ab. Nach 2 Stunden ist eigentlich nicht mehr die volle Schutzwirkung da. Das heißt, nach 2 Stunden spätestens nachcremen und viele sind auch nicht wasserfest. Dann lieber, nachdem man aus dem Wasser kommt, auch noch einmal nachcremen, sodass wirklich der Schutz dann auch vorhanden ist. Wobei man aber auch wieder sagen muss, auch ein 50er Schutz, wo man früher ja als Sunblocker bezeichnet hat, was jetzt nicht mehr gültig
wichtig ist, weil es ist kein 100%iger Schutz. Ein 50er Faktor schützt circa von 99% der Strahlen. Das heißt, es kommt immer noch was durch. Deswegen bräunen wir auch wenn wir Sonnencreme drauf tun, halt einfach sehr langsam und nicht in so großem Ausmaß. Aber man muss sich bewusst sein, dass die Haut natürlich einen extremen Stress erfährt, wenn man plötzlich so viel in der Sonne ist, ohne dass die Haut vorher überhaupt jemals daran gewöhnt wurde. Kann ich dennoch einen gesunden Sonnenschutz irgendwo darauf achten, dass vielleicht jetzt, wie du schon sagtest, keine Nanopartikel drin sind oder welche Stoffe führen denn oft zu diesen Sonnenallergien? Ich muss immer schmunzeln, wenn die Leute sagen, ich habe eine Sonnenallergie und denke, naja, bei der Chemiekeule, die du da dir drauf knallst, weiß nicht, ob das wirklich eine Allergie ist. Also ja. Zumindest nicht auf die Sonne bezogen. Also manche Sonnenschutzprodukte machen gerne Allergien. Das hängt davon ab, welcher Sonnenschutzprodukt das drinnen ist. Oft einmal die ganz günstigen aus dem Supermarkt können Allergien verursachen, dann Duftstoffe, die drinnen sind, können auch Allergien mit verursachen und dann auch alte Sonnencremes. Also ich empfehle wirklich keine Sonnencreme aus dem Vorjahr zu verwenden, weil es werden diese Sonnenprodukte werden abgebaut und diese Abbauprodukte können dann toxisch sein, können sogar mitunter krebserregend sein und können sehr hochallergen sein. Deswegen lieber die Sonnencreme, auch wenn sie teuer war oder vom Vorjahr, ist einfach entsorgen und nicht mehr verwenden aus Sicherheitsgründen. Was hältst du denn von diesen Beta-Carotin 10er Lichtschutzfaktor Ölen, die einfach auch einen schönen Ton machen, aber es ist eine ölige Lösung. Wie ist da so deine Meinung dazu? Also wenn es für einen ganzen Tag im Sonnenbad wirklich ist am Strand, würde ich es nicht empfehlen. Wenn es aber für den Garten ist oder für so kürzere Zeiträume auf jeden Fall. Vielleicht kurz einmal einen Lichtschutzfaktor oder einen SPF, einen Sun Protection Faktor erklärt, was das wirklich bedeutet. Das heißt, wenn ich zum Beispiel 15 Minuten in der Sonne liegen kann, ohne eine Hautrötung zu bekommen, dann, wenn ich einen Sonnenschutzfaktor mit 10 draufgebe, dann kann ich 10-mal so lange bleiben in der Sonne, ohne eine Rötung zu entwickeln. Das heißt, ich kann dann 150 Minuten bleiben. Das wäre der Faktor 10. Der Faktor 20 entsprechend hochgerechnet und Faktor 50 dann auch entsprechend hochgerechnet. Für einen Faktor 10, also Eigenschutzzeit haben die meisten von 10 bis 15 Minuten. Das reicht somit für 100 bis 150 Minuten. Für ein kürzeres Sonnenbad ist das durchaus auch ausreichend. Welche Konsistenz würdest du denn bevorzugen? Eher so eine Creme oder ein Gel oder ein Öl? Gibt es da irgendwelche Qualitätsbest? Bei den Milchen ist es oft so, dass die etwas einziehen müssen, die wirklich etwas vor dem Sonnenbaden auftragen, so 10, 15 Minuten vorher, damit der Schutz sich wirklich entwickeln kann. Ansonsten sehr praktisch sind heutzutage die Sprays, die es gibt. Einfach auftragen, die sind nicht fettend, nur kurz drüber wischen und dann ist der Sonnenschutz schon drauf. Für Herren zum Beispiel ist hier oben oft ohne Haare ja sehr empfindliche Stelle. Da eignen sich diese fettfreien Sprays sehr gut, weil wenn die keine Mütze aufsetzen, die Herren haben gerne einen Sonnenbrand dann am Kopf. Auch wenn man unterwegs ist und so einen kleinen, dieses Spray gibt es inzwischen in so kleinen Handtaschenformat, wenn man vergessen hat, Sonnenschutz drauf zu tun und Mittagessen zum Beispiel auf der Terrasse, Sonnenterrasse mal genießt, dann würde ich auch kurz so ein Spray einfach anwenden. Dann kann man mitnehmen, es kann Aufwand und man ist geschützt dann, weil jeder Sonnenbrand, die Haut merkt sich das, er verursacht einfach Stress in der Haut und das ist letztendlich, je mehr Sonnenbrände wir haben, desto ungesünder für unsere Haut. Wenn wir jetzt jemand haben, der, sage ich mal, Landschaftsgärtner, Dachdecker oder ich muss ehrlich zugeben, ich bin kein Fan von Sonnenschutzmittel. Ich trainiere mich wirklich ab dem Moment, wo die Sonne gut kommt, lege ich mich wirklich auf die Dachterrasse 10, 15 Minuten, um eine gut kontrollierte Bräunung zu erzielen, damit mein Körper einen guten Umgang mit der Sonne hat, so dass es mir auch wirklich ermöglicht, dass ich im Sommer auch in Urlaub gehen kann, irgendwo in den südlicheren Gebiete und ich bekomme keinen Sonnenbrand, obwohl ich an sich ein heller Typ bin. Aber das, denke ich, das kommt durch dieses gute Training und diesen bewussten Aufbau der Pigmente. Was ich allerdings noch nicht so wirklich eine gute Lösung für mich habe, wie kann ich meine Haut versorgen mit
genügend Feuchtigkeit. Ich habe dann auch gern mal mit Kokosöl oder so gearbeitet, aber ich habe noch nicht so das Richtige raus, wenn ich sage, ich will keinen Sonnenschutz und keine Chemie, aber ich möchte, dass meine Haut gut versorgt ist. Mhm. Da eignen sich viele Aftersuns auch als Präsuns. Mhm. Die versorgen die Haut mit Feuchtigkeit, mit Antioxidantien, sodass die Haut mit dem Sonnenstress auch gut umgehen kann. Und das bräunt dann auch viel schneller. Man hat eine schönere, gleichmäßigere Bräunung auf der Haut. So etwas würde ich im Vorfeld auch empfehlen. Dann von innen halt die Ergänzung mit Antioxidantien einnehmen, sodass die in der Haut auch wirken können und dort die freien Radikale abfangen. Es gibt inzwischen ganz interessante Studien mit Sonnencremes, und zwar mit Brokkoli-Extrakt habe ich gerade kürzlich gelesen. Es ist aber noch nicht spruchreif, aber sie sind dran. Brokkoli-Extrakt einnehmen hat auch eine gewisse Sonnenschutzkapazität. Und ich denke, dass sich in diesem Bereich noch viel tun wird. Auch Algen zum Beispiel schützen die Haut vor Sonnenstrahlen. Also da wird sicher in nächster Zeit noch einiges im Tun sein. Ach schön, super, das freut mich ja. Würdest du dann die Aftersun auch generell den ganzen Tag in der Sonne benutzen? Also für denjenigen wie ich jetzt, der sagt, ich möchte, wenn es möglich ist, keinen Sonnenschutz benutzen, weil ich keinen Sonnenbrand bekomme? Mhm. Zum Beispiel ein Thermalwasserspray verwenden. Der beruhigt die Haut mit Selen, die natürlicherweise in den Thermalwässern drinnen ist, auch gleichzeitig noch Feuchtigkeit spendet. Vielleicht so, was die Haut dann anfängt. Das habe ich jetzt noch nie gehört. Thermalwasserspray. Ja. Mhm. Es gibt ja Thermalwasserquellen. Ja. Da gehen die Leute hin zum Baden, weil sie Hautprobleme haben. Und die werden jetzt abgefüllt in kleine Sprays. Und die kann man auf die Haut applizieren. Zum Beispiel fürs Flugzeug auch, wenn man gerade am Fliegen ist und die Haut im Flugzeug wird extrem trocken, weil so trockene Luft drinnen ist. Dann kurz anwenden, einsprühen, dann kriegt die Haut mehr Feuchtigkeit von außen. Und mit Selen und mit anderen Mineralien wird die Haut gleichzeitig beruhigt. Ah, super. Mhm. Ah, jetzt habe ich auch wieder was Neues gelernt. Vielen Dank. Was gibt's noch für wichtige Faktoren beim Thema Sonnenschutzmittel? Was habe ich dich jetzt noch nicht gefragt, wo du sagst, Mensch, das müssen die Leute unbedingt noch wissen? Ein Thema, das immer mehr aufkommt, ist das Blaulicht. Mhm. Es ist auch ein natürlicher Faktor vom Sonnenlicht. Und normalerweise werden wir gesteuert auch durch dieses Licht. Die Sonne, wenn die morgens aufgeht, hat einen sehr hohen Blauanteil drinnen. Und der wirkt aktivierend auf uns. Das heißt, wir fühlen uns energetisch. Wir wissen, der Tag geht los, Energie fährt rauf, wir können gut starten. Und im Verlauf des Tages sinkt das Blaulicht und wird gegen Abend rötlich. Und dieses rötliche Licht stimmt uns dann ein. Der Tag geht zu Ende, wir kommen zur Ruhe, wir fahren nur runter, können gut schlafen. Und jetzt sitzen viele von uns aus beruflichen Gründen einfach vor dem Tablet, vor dem Computer, haben das Handy in der Hand und alles strahlt mit blauem Licht. Das heißt, wir sind Blaulicht viele, viele Stunden ausgesetzt. Und nicht nur wir, sondern auch die Augen. Vergessen wir gerne beim Sonnenschutz, dass auch unsere Augen mit guten Brillen geschützt werden sollten vor den Sonnenstrahlen. Und auch vor diesem Blaulicht, da gibt es inzwischen auch für Brillenträger wie dich und mich, gibt es so Beschichtungen auf den Brillen, die dann diesen Blaulichtanteil verringern, weil das Auge altert durch das blaue Licht auch. Und unsere Haut auch, die altert auch durch den Blaulichtanteil, der in diesen Geräten ist und ausgestrahlt wird. Und gleichzeitig aktivieren uns diese Geräte auch. Durch das blaue Licht wird immer simuliert Aktivität und Energie. Und anstatt, dass wir abends dann den Fernseher einfach sein lassen, gucken wir halt noch fern und dann wird noch mehr Blaulicht ausgestrahlt und wir schlafen dann nicht gut ein, weil unserem System ja simuliert wird, aktiv, aktiv, aktiv. Und es gibt inzwischen viele Cremes, die auch Blaulichtfilter enthalten. Ah, okay. Und da gibt es aber viele natürliche Produkte, wo die sehr gut abfangen und somit auch die Hautalterung, weil dieses blaue Licht lässt unsere Zellen altern, kann man damit sehr gut abfangen. Oh, super. Auch nochmal ein neuer Tipp. Na Mensch. Also da freue ich mich, wenn du nochmal kommst, Raffaela, weil das ist ja echt schön. Und vielen Dank für die wichtigen Tipps jetzt auch gerade, wenn die Sommersaison jetzt wieder startet. Und ich werde das auf jeden Fall ausprobieren mit diesem, wie heißt das Spray? Thermalwasser. Thermalwasser, ja, super cool. Vielen Dank und bis hoffentlich bald mal wieder. Gerne. Und wenn sich jetzt doch noch ein paar Zuschauer
nochmal informieren wollen, gibt es da Möglichkeiten? Sehr gerne. Bei uns anrufen oder ein Mail schreiben. Auf unserer Homepage sind unsere Daten drauf. Das ist www.engel-apotheke.li. Wir würden uns sehr freuen über einen Kontakt. Ja, super. Mhm. Danke ich dir. Gerne. Dankeschön. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dann bekommt man ja richtig wieder Lust auf die Sonne und den Sommer und ist dann auch dementsprechend gut geschützt. Und ich freue mich, dass Sie zugeschaut haben, wünsche Ihnen eine wundervolle Zeit und bis bald. Tschüss.